Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, für wen ich ein Buch schreiben will. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein Autor und ich möchte ein Buch schreiben. Wie überlegst du dir, für wen genau du dieses Buch schreibst? Also, die Frage ist schon mal schlau. Weil die meisten würden mich fragen, wie fängst du an? Und die Frage ist sehr, sehr schlau. Für wen? Das zeigt sich der Unternehmer, Sven Platte. Okay. Ja, für wen? Ich gehe so weit, dass ich den Avatar genau bestimme. Und dann gehe ich noch weiter. Ich will jemanden finden in meinem erweiterten Bekanntenkreis, für den ich das Buch schreibe. Und ich nehme einen Mann und eine Frau und stelle mir die Fotos von denen hin und schreibe denen einen Brief. Und das wird das Buch. Ich schreibe die so an, jetzt sagen wir mal, es wäre dein Bild da. Mhm. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil du schon so erfolgreich bist. Aber ich kann immer dazulernen. Jetzt hätte ich dein Bild, dann schreibe ich und dann gucke ich auf dein Bild. Und dann überlege ich mir, was denkst du jetzt, welche Einwände könntest du haben, welche Fragen könntest du haben. Und als nächstes schreibe ich dann genau das. So ist es immer ein Dialog, der stattfindet zwischen mir und dem Bild. Und jeder erfolgreiche Autor, Schriftsteller der Welt macht das genauso.